Ja, hallo, ihr Lieben, Christian Schauer, Paterapor, Beziehungscoach. Mein hervorragendes Programm findest du auf liebeschipp.de, in Kursen rund um Dating, Beziehung und Liebe. Unter anderem heißt Geiles Leben. Und ich wollte jetzt nochmal was machen zu dem Thema Pronomen. Sorry, meine Stimme ist immer noch nicht. Hatte einen Artikel gelesen von Demi Lovato, das ist ja, hoffe ich spreche jetzt richtig aus, also eine Sängerin und die hat auch diverse gesundheitliche Probleme gehabt, Skandale, kann man glaube ich auch sagen, und aber das spielt ja alles keine Rolle und ja, also sie fällt halt immer wieder auf durch Sachen, die man jetzt ja auch immer mehr liest, ja, keine Ahnung, Gender, Fluid, Gender, Flux, Gender, dies, non-binär, und ich wollte einfach mal was zu sagen, klar, ist ein neuer Trend und kann ja jeder machen, wie er will, und kann sich auch jeder fühlen, wie er will, aber teilweise geht das ja in die Richtung, dass dann Menschen sagen, so, ich hätte jetzt gerne eigene Pronomen, also nicht mehr, ihn, ihr oder er, sie, sondern dann they, them oder sia oder xia oder irgendwelche Fantasiepronomen, die man dann gefälligst verwenden soll. Und ich finde das, weiß nicht, ich finde diese ganze neuen Entwicklung, aber gut, ich bin auch nicht mehr ganz junger, weißer Mann, keine Ahnung, vielleicht kann ich das nicht verstehen, ich weiß es nicht, aber meine Meinung kann ich da sagen, ich finde es grausig und auch total verwirrend und auch völlig überflüssig. So, ne? Also, dass sie selber sieht sich, sehe ich jetzt drauf auf Wikipedia, so als pansexuell, so alle Geschlechter liebend, wunderbar, wobei ich pansexuell kenne ich auch so im, häufig im Zusammenhang mit, ich stehe nur auf Charakter, dass Menschen sagen, so mir ist das Äußere ist mir ganz egal, ich stehe auf Charakter und daten aber dann doch Menschen, die sehr attraktiv sind oder im Attraktivitätsbereich, das finde ich, ist für mich auch immer so ein lustiger Begriff, der oft auch viel mit Ego zu tun hat, meiner Meinung nach. Ich meine, sonst könnte man ja auch einfach bisexuell sagen. Oder ich weiß nicht, muss man immer neue Wörter finden? Keine Ahnung, kann ich schon nicht richtig verstehen. Aber auf jeden Fall hat Demi Lovato bekannt sich als geschlechtsneutrale Person bezeichnet, 2021 noch und eigene Pronomen für sich in Anspruch genommen, was ich auch schon immer, mein Gott, die Menschen, die das propagieren, die sagen ja immer, dass dann jeder mal fragen muss, hey, was hast du für Pronomen, was so durch die Gegend läuft und erstmal drüber nachdenken, okay, jetzt ist meine Nachbarin, was hat die vielleicht Pronomen, frage ich sie mal irgendwie. Also im Allgemeinen ist es ja so, ja, dass man das halt versucht zu lesen, ob das wohl ein Mensch, der sich als weiblich oder männlich liest und benutzt dann die entsprechenden Pronomen. Und in Fällen, wo das nicht so klar ist, ist, glaube ich, das Letzte, was man machen würde, fragen. Man will die Leute ja auch nicht beschämen. Bist du eigentlich ein Mann oder bist du eine Frau? Oder welche Pronomen benutzt du? Also wenn die Welt wirklich so wird in Zukunft, ey, boah, also das wäre nicht mehr meins, echt. Dann würde ich auf irgendeine Insel, ey, ohne Scheiß, wirklich. Na, auf jeden Fall ist das ja mal gerade ein Jahr her. Und wie das dann immer ist, das ist eigentlich so typisch, lese ich heute im Stern. Also Demi Lovato sieht sich als non-binär, bevorzugt in der Vergangenheit die Pronomen they, them. Nun will sie wieder zurück zu den üblichen weiblichen Pronomen. Alter Falter, jetzt geht's also wieder zurück und jetzt steht im Artikel ein bisschen was über ja, Generation Z und will sich nicht mehr einsortieren in Geschlechterschubladen. Ja, gut. So, und zwar irgendwann unterbrach die Sängerin ein Konzert und sagt, ich habe übrigens wieder die Pronomen sie und ihr angenommen. Sie wollte etwas aus, um erklären, was Geschlechtsidentität und Pronomen für sie bedeuten. Also ich bin eine überaus fließende, ich bin so eine besondere fließende Persönlichkeit. Ich bin was ganz Besonderes. Deswegen brauche ich auch extra Pronomen. Und im letzten Jahr war meine feminine und meine maskuline Energien derart in Balance, dass ich mich mit der Entscheidung, ob ich eine Herren- und Damentoilette betreten sollte, wirklich schwer getan habe. Alter, also ich finde das so self-obsessed und so in, und so
entitled, wirklich, oh, ich bin wirklich so, also ich will keine Frauen haben auf der Männertoilette, kann ich euch sagen, und Frauen glauben auch klar, ich keine Männer auf der Männertoilette haben, die sagen, okay, heute fühle ich mich als Frau, ich gehe jetzt auf die Frauentoilette und pack da mein Ding aus. Geile Vorstellung. Also ich weiß nicht, die Welt ist völlig verrückt geworden, wirklich. Ja, gut. Ich hatte das Gefühl, für mich gibt es keine passende Option. Ja, sie braucht natürlich eine Demi Lovato-Toilette extra für sich, ja. Ich fühle mich nicht unbedingt wie eine Frau, nicht unbedingt wie ein Mann, ich fühle mich wie ein Mensch. Ja, und wisst ihr was? Das geht allen Menschen so. Es geht allen Menschen so, und darauf wollte ich auch mal hinaus heute. Jeder geht täglich durch männliche und weibliche Energien durch. Ne? Ich gehe in einen Job als Frau, als Mensch, der sich als Frau liest. Ich gehe in einen Job und muss vielleicht meine männliche Polarität auspacken, weil ich irgendwie ein Bauarbeiter, weiß ich nicht, weil ich Bauleiterin bin und muss die Bauarbeiter antreiben, keine Ahnung, ne? Oder die Bauarbeiterinnen. Weiß nicht, ich will nach Hause, hab ein Date und möchte gerne mal in eine weibliche Polarität gehen. So, das machen wir alle. Und wisst ihr was? Deswegen ist man nicht non-binär oder so, weil das ist einfach normal. Das ist normal. Irgendwie, du gehst ständig die verschiedenen Polaritäten, machst das, wo du gerade Bock drauf hast, aber du brauchst ja keinen Namen für. Also es ist völlig unnötig. So, und vor allen Dingen brauchst du keine Pronomen dafür. Du gehst ja nicht morgens zu die Arbeit und sagst, so, jetzt fühle ich mich als Mann, aber ich möchte gerne männliche Pronomen haben und gehst abends zurück und jetzt hätte ich gerne wieder weibliche Pronomen. Also das ist ein fucking Irrsinn. Ich finde ja Gendern schon schwierig, zumindest sprachlich, okay, weil ich finde, kann keine Lösung sein. Also ich verstehe ja, dass man die Sprache vielleicht als zu männlich empfindet, aber dann die ganze Sprache weiblich zu machen, finde ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und wie gesagt, wir machen das ja in schriftlichen Sachen teilweise auch, meinetwegen. Und ich finde es auch super wichtig, beide Geschlechter gleich zu würdigen, aber ob man das irgendwie durch solche Sprach- und Pronomen und ob die Grammatik daran das ausbaden soll, also das halte ich für Quatsch, da wäre ich lieber dafür, alle Pronomen abzuschaffen, anstatt dass immer Menschen so ihr Sonderding fahren wollen und was ganz Besonderes sein wollen. Und weil für mich ist es ganz viel Ego. Klar, es gibt Menschen, das ist natürlich ein Riesenunterschied, die sagen, hey, ich habe mich schon als Kind schon im falschen Körper gefühlt, ich habe Geschlechtsdysphorie, ich bin einfach das andere Geschlecht, mache so eine Transition durch, lass mich vielleicht umoperieren. Das ist natürlich ein ganz anderer Fall. Natürlich nimmst du dann die neuen Pronomen an oder so. Aber wenn wir jetzt wirklich ernsthaft, ich weiß ja sowieso nicht, was mit der Politik gerade los ist, aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir jetzt ernsthaft dahin kommen, dass du dein Geschlecht auf dem Standesamt ändern kannst alle 2 Wochen, das ist ein fucking Irrsinn. Wollt ihr wirklich Männer haben in der Damensauna und solch so eine Scheiße? Also ich habe das Gefühl, die Welt ist komplett verrückt geworden, jetzt endgültig, anstatt dass wir uns um die wirklich wichtigen Dinge kümmern, irgendwie, weiß ich nicht, Klima, Energie, keine Ahnung, Welthunger, Weltfrieden, es ist zum Verzweifeln. Gut, na, wie seht ihr das? Freue mich auf eure Kommentare und wir hören uns bald wieder.